6 Uhr früh. Der Ochse vom eigenen Bauernhof ist die Besonderheit im Festzelt Wenisch. Dieser da mag nicht in den Grill und verhackelt sich mit einer Schraube im Transportwagen. Ein Problem, das Junior-Festwirt Stefan Wenisch routiniert löst. Die 300 Kilo Ochsenfleisch hat er schon gestern mit einer Würzmischung eingelegt. Überschüssiges grobes Salz wird vor dem Einheizen abgespritzt. Ärgert es den jungen Metzgermeister, dass es vorhin gehakt hat? Das hat einfach kein Gickerl, sag ich, weil das ist ein Ochs. Der braucht ein wenig mehr Betreuung und da passieren halt auch so Sachen. Und ja, da müssen wir, wenn es ein Volks ist, da kann man sich den ganzen Tag über Sachen ärgern. Und das muss man einfach sportlich sehen. Sportlich sieht auch sein Bruder Anton Wenisch Junior das Gäubodenvolksfest. Der Küchenchef weiß, dass es bei ihm ebenfalls haken könnte. Wenn du halt nicht gut vorbereitet bist, wenn du dich nicht an die Zeiten hältst, dann kommst du nicht mehr nachher. Das bedeutet, es kann schief gehen, dass zum Beispiel Gnädel noch nicht fertig sind, wenn man es braucht. Es kann schief gehen, dass sie natürlich immer den Tent schneidet und der Posten nicht besetzt ist. Ob heute alles gut geht? Erst einmal stärken sich die Wenischs gemeinsam für den neuen, anstrengenden Volksfesttag. Die Schwiegertöchter müssen genauso ran wie die drei Söhne. Stefan, der Metzgermeister, Toni, der Küchenchef und Christoph. Er hat sich Urlaub genommen von seiner Hotellehre im 4 Jahreszeiten in München. Meine Frau und ich haben ja mit meinem Vater angefangen. Und weißt, wenn man in ein gewisses Alter kommt, ist man froh, wenn man das auf Schultern verteilen kann. Und das sind ja nicht irgendwelche, sondern das sind ja auch Vollprofis. Stefan war beispielsweise der beste Jungmetzger Deutschlands. Doch die Seele des Ganzen ist und bleibt Mutter Waltraud. Die wichtigste Entscheidung meines Lebens ist, dass ich Waltraud habe. Sie hat mit ihrem Händchen fürs Finanzielle dazu beigetragen, dass die Familie mit Metzgerei und 4-Sterne-Hotel erfolgreich ist. Das Einzige, was die Wenischs nicht in der Hand haben beim Volksfest, ist das Wetter. Ich bin ein wenig härter. Da gehen wir 32 Grad maximal, das ist nicht gut. Gewitter, oder? Ja, der Ringer sucht da nichts. Gewitter kann schon. Gewitter aber fürchten sie. Wenn dann wirklich so schnell was kommt, dann setzt er das was in Bewegung, weil dann auf einmal alle Leute ins Zelt rein wollen. Du irgendwann dann eine Überfüllung hast, handeln musst und sagen musst, jetzt trotz Überfüllung, wir können wir keinen mehr reinlassen. Ich hab's ja schon erlebt, wie es mir hinten 2-3 Felder zusammengehauen hat. Der Kastanienbaum ist reingefallen. In 35 Jahren passieren ja viele Dinge. Da muss dann schon sagen, so wird es gemacht. Ob es dann richtig oder falsch ist, aber einer muss entscheiden. Da können wir nicht diskutieren darüber, das wird so entschieden und fertig. Noch weiß Anton Wenisch nicht, dass auch heute solche Entscheidungen auf ihn zukommen werden. Doch zuerst begleiten wir Stefan in die Metzgerei. Fast alles, was im Festzelt auf den Teller kommt, wird hier hergestellt. 150 Kilo Bratwürste täglich. 300 Kilo Kartoffelsalat. Die Maschine zum Kartoffelschneiden ist 50 Jahre alt und funktioniert noch immer bestens. Jeweils 10 Kilo Kartoffelsalat sind in einer roten Wanne. Die Menge des Dressings ist genau abgemessen. Die Zutaten sind jeden Tag gleich, damit der Salat jeden Tag gleich schmeckt. Ein paar hundert Cordon Bleu richten Stefan und seine Leute einzeln her. Man kann das auch fertig fahren kaufen, aber das ist halt einfach nicht unser Qualitätsanspruch. Und es sind 2 Scheiben Käse drin und 1 große Scheibe Schinken. Und wenn man einschneidet, dann muss der Käse schon rauslaufen. 10 Uhr Vormittag. Der Ochs kriegt ganz langsam Farbe. Da Stefan nicht überall sein kann, schneidet der Ochsenbrater die ersten Stücke herunter. Sie kommen in die Küche und werden dort noch geschmort, damit sie zart werden. Das Zelt füllt sich. Anton Wenisch gibt den Gastgeber. Da seine Söhne hinter den Kulissen wergeln, kann er sich um die Gäste kümmern. Und er hat sogar Zeit für seinen 92-jährigen Vater. Der Flüchtling aus dem Sudetenland hat den Grundstein gelegt für das, was die Wenischs heute in Straubing darstellen. Präzisionsarbeit in Hochgeschwindigkeit währenddessen in der Küche. Trotz moderner Technik. Boniert wird elektronisch. In der kalten Küche zeigt ein Bildschirm, welche Bedienung was braucht.
Gleich um die Ecke, in der warmen Küche, sitzt Christoph am Mikrofon und bestellt das, was auf dem Zettel der Bedienung steht. Einmal ein bisschen Sauce, dann ein bisschen Eintrospitz. Ganz zum Schluss nimmt Toni Junior jeden einzelnen Teller selbst in die Hand. Ja, weil da jedes einzelne Essen einfach kontrolliert wird, ob der Teller heiß ist, ob das Gericht heiß ist. Das ist der entscheidende Moment. Stress? Genau. Stress nicht, man hat schon oft genug gemacht, aber es ist schon eine Anspannung. Ja. Sicher. Heute läuft alles wie geschmiert. Über 7000 Essen werden es am Ende des Tages sein. Die 150 Bedienungen, Kellner, Köche, Helfer greifen ineinander wie die Teile eines Uhrwerks. Keiner verletzt, das Essen schmeckt. Und dann bringen die Ursprungburm aus dem Zillertal Stimmung ins Zelt. In den 7 Straubinger Bierzelten spielen während des Festes über 100 Kapellen. Nicht nur aus Niederbayern. Hey! 32 Grad hat's draußen. Mindestens genauso viel drinnen. Das Nickerchen nach dem Mittagsstress im Büro kommt da gerade recht. Der Senior-Festwirt und gelernte Metzger träumt vielleicht von seinem Hof unweit von Straubing. Vor 7 Jahren hat er die 20 Hektar hier oben hoch über der Donauebene gekauft und das Bauernhaus im alten Stil neu gebaut. Damit hat er seiner Waldraut, die von einem Bauernhof stammt, große Freude gemacht. Ich weiß auch nicht, ich hab mich eigentlich in die Kühe verliebt. Okay, Mädels. Möchtest du ein paar Äpfel? Die Kühe sind reines Hobby für Waltraud. Die Ochsen im Offenstall dagegen hält Anton Senior, damit er in Metzgerei und Bierzelt Fleisch von Ochsen verkaufen kann, die nach seinen Vorstellungen gemästet werden. Wir waren vor dem Gäubodenvolksfest hier. Und 25 der Tiere sind kurz darauf für den Spieß und die Kochtöpfe geschlachtet worden. Mitleid? Hey, wir sind Realisten, wir haben den Beruf das ganze Leben gemacht. Uns ist wichtig, dass die hier ein ganz tolles Leben haben auf Stroh. Dass die nie Antibiotika gekriegt haben. Das ist halt so, wenn wir ein gutes Fleisch noch im Zeit haben will, müssen sie halt irgendwann einmal geschlachtet werden. Das ist halt so auf der Welt. Ja, wir sind natürlich ein bisschen anders, weil ich natürlich immer Empathie für die habe. Und darum fangen wir mit denen meistens gar keine große Freundschaft an. Ich bekomme mich immer mehr um meine Kühe und die Kalbin. Die müssen allerdings auf sie verzichten, während das Gäubodenvolksfest läuft. Atempause am Nachmittag vor dem Abendgeschäft. Alle wirken entspannt, aber das wird sich gleich ändern. Starker Wind kommt auf. Es soll regnen. Das Zelt hat nur vorne und hinten feste Wände. An den Seiten besteht es aus Planen. Ja, schaut nicht gut aus. Hat aber angekündigt, stark geregnet. Ich werde jetzt einmal einen Sicherheitschef holen, dass wir zu machen. Was kann passieren? Was ist jetzt das Problem? Der kalme Wind ist eigentlich das große Risiko, weil wenn durch die Öffnung der Wind reinkommt, dann wird das auch wie ein riesen Luftballon. Und das ist dann schon gefährlich. Jetzt muss es schnell gehen. Routine, aber doch Anspannung. Wenn wir die Seiten zu haben, haben wir gewonnen. Weil der Wind kommt vom Westen. Tu gleich die Leute zum nächsten Feld. Und dann machen wir aber hinten Fenster auch gleich alles zu. Gell? Geschafft. Das Zelt ist zu. Jetzt kann der Regen kommen und die Party ihren Lauf nehmen. Während tagsüber das gediegenere Publikum zum Essen kommt, ist das Wenischzelt am Abend die Party-Location für die ganz jungen Volksfestbesucher. Sie kriegen gar nicht mit, dass es draußen mittlerweile schüttet wie aus Kübel. Der Ochs ist abgefieselt. Und die Wenischs treffen sich im Büro. Planung für morgen. Die Stimmung ist gelöst. Die Eltern zufrieden und stolz. Ja, das ist ein Teil von unserem Leben eigentlich, das Geld. Ja, genau. Das machen wir leben wir das Geschäft. Ja. Die Buben da jetzt so reingewachsen. Das ist nicht der Job, sondern auch die Buben, das kannst du auch nicht anerziehen. Die haben das einfach.
Und deshalb können die Seniorchefs jetzt ruhig heimgehen und ihren Buben das Zelt überlassen.